Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über die Adventszeit. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Zwei Anmerkungen zu dem Kinderreim. Bei manchen Familien in Deutschland bringt nicht der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern das Christkind. Und das Wort verpennen heißt verschlafen. Das Wort pennen ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für schlafen. Wenn man etwas verschläft, dann schläft man zu lange und man verpasst etwas. Die Adventszeit ist die Zeit, wo man sich auf das Weihnachtsfest vorbereitet. Ein tolles deutsches Wort kommt da in den Sinn. Vorfreude. In der Adventszeit hat man Vorfreude. Man freut sich schon vorher darauf, dass die Weihnachtszeit beginnt. Man zählt die Adventssonntage. In diesem Jahr, 2016, fällt Heiligabend auf einen Sonnabend, auf einen Samstag. Der Sonntag davor, der 18.12., ist der vierte Advent. Der Sonntag davor, der 11.12., also nächsten Sonntag, ist der dritte Advent. Am nächsten Sonntag ist dritter Advent. Und letzten Sonntag war der zweite Advent. Und an dem Sonntag davor, am 27.11., war der erste Advent. Das heißt, dass in diesem Jahr die Adventszeit schon Ende November begonnen hat. Viele Leute freuen sich schon sehr, sehr früh auf Weihnachten, obwohl manche Leute ein bisschen irritiert sind, dass schon mehrere Monate vor Weihnachten Stollen im Supermarkt erhältlich sind. Ein Stollen ist eine typische deutsche Süßigkeit, die man zu Weihnachten isst. In Deutschland hat man auch oft einen Adventskranz. Das ist ein Kranz aus Tannenzweigen und meist gibt es vier Kerzen, die an dem Kranz befestigt sind. Und jeden Adventssonntag zündet man eine weitere Kerze an. So wird die Adventszeit in Deutschland gefeiert. Wie ist es in deinem Land? Sag mir Bescheid in den Kommentaren. Bis morgen und frohe Weihnachten!